eine Schule, die sich an den Interessen und Neigungen der Kinder interessiert, die dort anknüpft, die dort Angebote macht. Viele Schüler haben diese Schule schon erfolgreich verlassen, aber allein deswegen bekommen sie das Zertifikat heute nicht. Die Schule bildet immer die Gesellschaft ab, wie sie gerade ist. Und die Gesellschaft verändert sich rasend schnell und die Schule muss das auch tun und ist diesem Änderungsprozess unterworfen. Und um dem immer wieder gerecht zu werden, muss sich die Schule immer wieder einem Schulentwicklungsprozess stellen. Und das tut die Schule in St. Agatha hier. Sie muss sich nämlich überlegen, wo stehen wir, was tun wir eigentlich hier, was sind die nächsten notwendigen Schritte, was wollen wir erreichen, wie erreichen wir das und woran wird man erkennen, dass unsere Schule erfolgreich arbeitet. Und das hat die Schule gemacht, indem sie sich für das Zertifikat Oberösterreichische Schule innovativ beworben hat. Das ist eine Auszeichnung des Landes, also nicht für bisherige geleistete Arbeit, sondern für die zukünftige, für den Prozess, den die Schule eingeleitet hat. Und der Weg dorthin war, die Frau Direktor wird es bestätigen und die Lehrerinnen und Lehrer auch, kein einfacher. Denn die Schule musste einen Antrag stellen. In dem Antrag sind 6 verschiedene Kriterien drinnen und da musste die Schule beweisen, was werden wir in nächster Zeit zu diesen Bereichen tun. Da ging es um Unterricht, um Talente und Begabtenförderung, um den Umgang mit den neuen Medien, um das Fördern, um die zukünftigen Schwerpunkte. Es ging aber auch um Dinge wie Leistungsbeurteilung oder darum, wie bilden wir selber als Lehrerinnen und Lehrer uns fort in Zukunft. Es ging aber auch, wie sichern wir unsere Qualität und wie werden wir wissenschaftlich draufschauen, was wir eigentlich hier tun. Es ging um Schulpartnerschaft und es ging um die Besonderheiten, die St. Agatha zu bieten. Der Herr Vizebürgermeister, Frau Landesschulinspektorin, Herr Bezirksschulinspektor, Herr Oberschulrat, sehr geehrte Ehrengäste, Frau Direktorin, zu Ihnen komme ich dann noch, ich habe Sie nicht vergessen. Geschätzte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, die ihr heute diese Feier so schön umrahmt. Ja, es ist schon angesprochen worden, ich bin sehr weit gefahren, aber ich habe jetzt die schönste Aufgabe. Ich darf nämlich der Schule dieses Zertifikat verleihen. So schaut es aus. Es wird in Zukunft diese Schule hier in St. Agatha zieren und ich darf...